Auf den Geraden beträgt die Höchstgeschwindigkeit um die 300 km/h. Wenn da etwas schief geht, dann aber richtig. Die Rennstrecke bei Key West ist für die Powerboat-Fahrer zweifellos die gefährlichste Strecke der Welt. Jedes Jahr gibt es mehrere Todesfälle und mehrere Schwerstverletzte. Sonny Hawkins entwirft und testet die Sicherheitsausrüstung für solche Rennen. Ein Boot legt sich schnell mal zu weit nach hinten oder es neigt sich zu weit zur Seite. Dann gerät es sofort aus dem Gleichgewicht, fängt an zu schlingern oder kippt gleich um. Dann gerät es entweder unter Wasser oder überschlägt sich. Und das alles bei Höchstgeschwindigkeit. Wenn man da auf dem Wasser aufschlägt, ist es hart wie Beton. In Sekundenbruchteilen wird das Boot auseinandergerissen. Um zu überleben, brauchen die Piloten einen besonderen Schutz. Tom Kelly ist Sicherheitsbeauftragter des Rennens, der sogenannte Angel One. Er beobachtet das Rennen aus der Luft. Viele Piloten haben es etwas rauer lieber. Da kommt der Bug weiter raus und je weniger Kontakt das Boot mit dem Wasser hat, desto schneller ist es. Ich bin ein kugelsicherer Jugendlicher. Ich bin unantastbar, der Rapper, der im Knast war. Du und deine Freunde sind die Typen, die nie krass waren. Ich bin unschlagbar, du auch, bist du dir sicher? 20 Jahre Krieg, ich bin ein kugelsicherer Jugendlicher.